Es ist Montag, der 4. August. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Wochenstart. Wir lesen heute im Alten Testament 1. Samuel 12, 20 folgende. Dient dem Herrn von ganzem Herzen und folgt nicht den nichtigen Götzen, denn sie nützen nicht und können nicht erretten. Und im Neuen Testament, 1. Johannes 2, Vers 15, geht in eine ganz ähnliche Richtung. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Zwei Kirchen stehen vor uns. Sie stehen auch heute wieder vor uns. Sie stehen über diesem Tag, sie stehen über dieser Woche, sie stehen über unserem Leben. Aus welchem Kelch trinken wir? Ein wunderbarer Kelch aus Weissgold, 10'000 Steine hat der Wert. Das ist einer unserer Abendmahlskelch, aber ich will heute etwas anderes an ihm veranschaulichen. Hier tue ich Wasser rein. Wasser, das jetzt Jesus nicht wird wieder ausmachen wird, sondern wo jemand anderes kommt und sagt, ja, ich verspreche dir Kraft. Ein Billchen Viagra kommt rein. Oder ich verspreche dir schöne Träume, eine Traumwelt, Halluzinationen. Ich verspreche dir Beruhigung, Beruhigungsmittel. Etwas, was die Menschen wieder oben runterholt. Ich verspreche dir Energie, die manchen Tag anhält, die Aufpeitschungsmittel, die wir Menschen reintun. Ich gebe dir noch ein bisschen Schönheitstropfen für das langweilige Lebenswasser, das du da hast. Und über allem sollte der auch nicht grusig sein, das kann man auch noch ein bisschen süssen. Fein muss es sein, noch ein bisschen Zucker drin. In diesem Becher, wo ich jetzt Hundskommuns Wasser habe, wo ein Stück einfach die Welt und die Belanglosigkeit von all dem Treiben symbolisiert, steigt jetzt schon so seltsames Zeug auf. Und wenn ich reinschaue, tue ich es mir nicht geben, das gelustet mich so fürchterlich. Ich habe das Gefühl, da gibt es einen ziemlichen Nachgeschmack. Lieber tue ich jetzt den echten Wein auf. Wie man ihn oben beim Abendmahl braucht. Und wir haben ja die ganz schlichten, die ganz einfachen Abendmahlskelche bei unserer Kirchgemeinde, die haben wir extra herstellen lassen. Das irdene Gefäß, wo dann der wertvolle Schatz drin kommt. Und der Wein, das ist jetzt Sommer. Da ist Sonne drin, da ist Aroma drin, da ist der Geschmack von der Erde drin. Die Saison sind drin, das Wissen von der Weinhersteller ist drin, die viele Erfahrung und Kenntnis, das Geheimnis der Umwandlung des Traubensaft in das Bleibende ist drin. Es ist einfach etwas Einmaliges jetzt hier drin. Und es zeigt, das ist die Liebe vom Vater, die sich in seinem Sohn für uns hat offenbart. Von dieser ganzen Liebe vom Vater, die die Welt hat erschaffen, die die und mich wollen, die uns immer noch sehr gern hat. Von dieser ganzen Liebe ist uns Menschen eigentlich nur noch der Liebesreflex geblieben. Wir umarmen irgendetwas, wir wissen, es gibt etwas zu umarmen. Wir hängen uns an etwas, wir schauen vielleicht mehr auf das Äußere, auf den schönen Becher oder wir suchen uns irgendein Getränk, irgendeinen Cocktail für unser Leben zusammenzumischen. So hat mir neulich jemand erzählt, der mit weit über 100 Frauen geschlafen hat. Am Schluss hat er einfach gemerkt, es bleibt eigentlich gar nichts am anderen Tag zurück von all dem, was er da umarmt hat, von dieser Welt, die er so lieb hatte, von der Welt der Frauen. Der Reflex ist noch da, aber was ist das, was uns wirklich ernährt? Was ist die Liebe, die zurückfließt? Was ist die, die uns erfüllt? Das ist die grosse Frage. Die Frage wird uns von der Schrift beantwortet, nämlich die Liebe vom Vater ist mehr als nur ein Reflex ins Leere. Sie ist etwas, das uns erfüllt. Sie ist unverwechselbar. Niemand kann vergeben, wie der Vater kann vergeben. Wir sagen es ja immer wieder im Abendmahl. Niemand kann annehmen, wie der Vater uns annehmen kann. Mit einer unendlichen Tiefe, Breite, Weite. Niemand kann inspirieren, wie uns der Gott inspiriert, zu Gutem.
Niemand ist so geduldig mit uns. Wir werden niemand finden auf dieser Welt, die uns so geduldig mitträgt wie er. Niemand kann so sehr beruhigen wie unser Gott und sein Schutz. Niemand geht mit uns in dieser Art durch unser Leben, mit unseren Eigenwilligkeiten, wie er das eben kann. Wir haben das so wichtige Wort gehört, das uns jetzt in die Woche begleitet. Wir sollen nicht in einem leeren Reflex irgendetwas umarmen, für am Schluss zu merken, es war eigentlich nur eine Täuschung gewesen. Wir sollen uns nicht an die Äusserlichkeit oder an den Inhalt von irgendeinem Becher hängen. Es kann ja sogar religiös sein. Sondern wir sollen dieser Liebe vom Vater begegnen. Aber im Übereifer kann man nachher alles Mögliche als Welt taxieren, was so gesehen auch wieder nicht Welt wäre vor Gott. Äusserlichkeiten. Ich lasse mir jetzt ein Bart wachsen, weil ich wieder die Amischen besuchen den Herbst. Und dort hat es ja immer geheissen, Schneuz, das ist ein Zeichen von der Welt. Weil das Militär hat Schneuz gehabt, die Polizei. Leute, die Autoritäten, haben in dieser Verfolgungszeit von den Amischen Schnäuze gehabt. Darum hat man gesagt, wenn jemand einen Schnauz wachsen lässt, dann hat er ganz sicher die Welt lieb. Und wir merken, da gibt es einfach dann plötzlich heikle Punkte und wir müssen nach dem Geist unterscheiden und nicht nach dem Augenschein, was Welt ist und was nicht. Das braucht viel Weisheit. Die wünsche ich. Ich glaube, in der Liebe vom Vater können wir es wirklich erkennen, was dreht und was nicht, was zählt und was nicht. Und in dieser Welt leben. Ich wünsche euch dazu eine gesegnete Woche.